Hallo zusammen, hier ist wieder Chillan, ich bin für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Erkunden und dann Dracheninseln. Und da haben wir jetzt mit Patch 10.07 den Erfolg Wetterfühlig. Und für diesen müssen wir Folgendes machen. Schließt einen Ursturm am Froststeingewölbe jedes Elements ab. Ja, wo befinden wir uns? Wir sind einmal hier auf der in Anführungszeichen neuen Insel, die verbotene Insel. Und dort sind wir hier oben beim Froststeingewölbe auf den Koordinaten 59, 38. Und alle 2 Stunden zur ungeraden Uhrzeit gibt es hier ein Event. Und zwar, achso, beim Hunter ist das jetzt auch gerade schon zu Ende. Ich wollte euch das jetzt auf dem Zweitchart zeigen. Egal, dann muss ich es euch jetzt so erklären. Heißt um 1 Uhr, um 3 Uhr, um 5 Uhr und so weiter. Ne? Jetzt haben wir gerade um 21 Uhr ein Event. Dann ist so ein großer Totenkopf auf der Map. Also nicht so ein Totenkopf wie bei den Rares, sondern so ein bisschen größerer. Der hat dann auch immer die Farbe von dem jeweiligen Event. Ob das dann quasi rot quasi für Feuer, blau für Wasser, Erde ist dann so komisch, ja, gelb-bräunlich, ne, und Luft war, glaube ich, weiß gar nicht mehr, irgendwie so lila oder so, meine ich, in irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall gibt es quasi an derselben Stelle dann für jedes dieser 4 Elemente einen Boss, den kann man am Anfang nicht angreifen. Es gibt quasi 2 Phasen, die ihr spielen müsst. Phase 1 ist, ihr müsst in dem größeren Bereich 5 Elementare töten, und zwar sind es so Elite-Elementare, je nachdem, welche Invasionen es sind, sind es halt dann Sturm, Feuer, Frost, ne, oder Erdelementare. Wenn ihr die umgehauen habt, wird der Boss aktiv in der Mitte, den könnt ihr dann einfach umklopfen, hat ein paar Fähigkeiten, wo ihr ein bisschen ausweichen müsst. Und dann gibt es da auch verschiedenen Loot. Unter anderem gibt es auch eine Ressource, wo ihr euch ein Mount von kaufen könnt. Genau. Und wenn ihr dann quasi diese Invasion in jedem Element einmal absolviert habt, kriegt ihr dementsprechend das Achievement. Mehr ist es nicht, ist eine relativ einfache Sache. Man muss halt immer ein bisschen auf die Uhr schauen und gucken, dass man immer zur ungeraden vollen Stunde hier auftaucht. Ähnlich wie beim Keep-Event, was wir in der ersten Zone von Dragonflight spielen können. Das war es soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.